Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Corona aktuell in diesem neuen Jahr. Wir verzeichnen aktuell 601 Neuinfektionen. Dabei ist die Omikron-Variante mit einem Anteil von 89% an den Neuinfektionen vorherrschend. Bei uns gibt es bislang 2.910 Fälle der Virusvariante Omikron. Von diesen wurden 1.165 Fälle über eine Gesamtgenomsequenzierung bestätigt. Für die verbleibenden 1.745 Fälle liegt bislang eine positive Typisierungs-PCR vor. Zurzeit sind etwa 6.200 Menschen in Düsseldorf mit dem Coronavirus infiziert. Rund 7.800 Menschen in Düsseldorf befinden sich in Quarantäne. 624 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind in Düsseldorf bislang verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Düsseldorf bei 692,3. Damit ist zwar heute zum ersten Mal ein leichter Rückgang gegenüber dem Vortag zu verzeichnen seit geraumer Zeit, das entspricht aber einer Steigerung von 240,7 im Vergleich zur Vorwoche. Dabei verzeichnen wir die höchste Inzidenz in der Altersstufe der 20- bis 29-Jährigen mit 1.242 und den 10- bis 19-Jährigen mit 887. Die 7-Tage-Inzidenz bei den Geimpften liegt bei 431,9 und bei den Ungeimpften bei 1.323,3. Es werden zurzeit 123 Infizierte in Düsseldorfer Krankenhäusern behandelt, davon 36 auf den Intensivstationen. Die Auslastung auf den Intensivstationen liegt unverändert bei 98%. Heute tritt eine neue Corona-Schutzverordnung des Landes in Kraft. Nach dieser gelten unter anderem nun folgende Neuerungen: 2G+ in der Gastronomie. Zusätzlich zu der bestehenden 2G-Plus-Regelung bei Sport in Innenräumen, in Schwimmbädern und bei Wellnessangeboten gilt diese Regel nun auch in der Gastronomie, sofern sich die Nutzung nicht bloß auf das Abholen von Speisen und Getränken beschränkt. Hier müssen auch immunisierte Personen daher zukünftig zusätzlich einen aktuellen negativen Schnelltestnachweis, der nicht älter als 24 Stunden ist, mit sich führen, es sei denn, Sie haben zusätzlich zur vollständigen Grundimmunisierung eine Auffrischungsimpfung erhalten, also sind geboostert oder sind in den letzten 3 Monaten von einer Infektion genesen. Die Befreiung von einem zusätzlichen Test gilt unmittelbar ab Erhalt der Auffrischungsimpfung. An Orten, an denen ein Test für den Zutritt nötig ist, also bei 3G und bei 2G+, kann statt der Vorlage eines Testnachweises einer offiziellen Teststelle auch vor Ort beim Zutritt ein beaufsichtigter Selbsttest durchgeführt werden. In Freizeit, bei Veranstaltungen und im Einzelhandel gilt weiter 2G. Clubs und Diskotheken bleiben weiterhin geschlossen. Auch in Warteschlangen, im Freien und bei Veranstaltungen und Versammlungen, sofern für sie keine 3G- oder 2G-Zugangsregelung gilt, gilt wieder eine Maskenpflicht. Diese gilt auch weiterhin in Fahrzeugen des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs, in Innenräumen, in denen mehrere Personen zusammentreffen und auch für Schülerinnen und Schüler am Sitzplatz. Die Zuschauerobergrenze von 750 Personen gilt nun nicht nur für Großveranstaltungen, sondern auch für überregionale Veranstaltungen wie Fußball- oder Eishockeyspiele. Zurzeit haben wir 503 Teststellen auf dem Düsseldorfer Stadtgebiet, an der städtischen Teststelle an der Mitsubishi Elektrikhalle und mobil wurden seit letzter Woche Mittwoch rund 900 PCR-Tests pro Tag und rund 150 Schnelltests pro Tag vorgenommen. Die Testeinrichtungen der Mitsubishi Elektrikhalle sind montags bis samstags jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Ab 10. Januar bis 18.30 Uhr. Wer sich hier mit einem PCR-Test testen lassen möchte, muss dafür einen Termin bei der Corona-Hotline unter der Telefonrufnummer 0211 899 60 90 vereinbaren.
Mit den Impfungen in den Arztpraxen wurden in Düsseldorf bis heute insgesamt 1.319.925 Impfungen vorgenommen. Alleine an unseren drei städtischen Angeboten konnten wir gestern insgesamt 1.959 Impfungen realisieren. Fast 505.000 Personen haben in Düsseldorf bereits einen vollständigen Impfschutz erhalten. Die Impfquote für Düsseldorf liegt derzeit bei 80,8%. Es wurden 286.377 Auffrischungsimpfungen verabreicht. Das sind weit über 57% der in Düsseldorf Geimpften. Damit liegen wir beim Boostern nicht nur weit über dem Landesdurchschnitt von 46%, sondern auch über dem Durchschnitt aller anderen Bundesländer. Das ist eine großartige Leistung. Wir können stolz darauf sein, mit den städtischen Impfstellen und dem Impfmobil einen wichtigen Beitrag zur Versorgung mit Corona-Schutzimpfungen in der Landeshauptstadt zu leisten. Rund jede vierte Auffrischungsimpfung in der Landeshauptstadt wird hier durchgeführt. Bund und Land haben die Finanzierung bis Ende des Jahres in Aussicht gestellt. Das gibt uns Planungssicherheit und ermöglicht uns, den Düsseldorferinnen und Düsseldorfern auch weiterhin ein umfassendes Impfangebot unterbreiten zu können. Und gemeinsam schaffen wir noch mehr. Unser Impfzentrum 2.0 am Bertha-von-Suttner-Platz hat montags, dienstags, mittwochs, freitags und samstags von 10 bis 18 Uhr und donnerstags von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Hier kann sich jeder und jede ab 12 Jahren ohne Termin impfen lassen. Auch Auffrischungsimpfungen mit dem mRNA-Impfstoff für Personen ab 18 Jahren ab dem vollendeten dritten Monat nach Abschluss der Grundimmunisierung sind möglich, ebenso wie Auffrischungsimpfungen von 12- bis 17-Jährigen. Hier ist jedoch ein ärztliches Aufklärungsgespräch mit den Jugendlichen bzw. Sorgeberechtigten zwingend notwendig. Die Impfungen für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren erfolgen ebenfalls im Impfzentrum 2.0. Allerdings aufgrund des erhöhten Beratungsbedarfs nur nach vorheriger Terminvergabe. Die Hotline zur Vereinbarung von Kinderimpfterminen im Impfzentrum 2.0 ist montags bis samstags von 8 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 0211 899 90 69 erreichbar. Bisher haben wir in unserer Impfstelle 4.364 Impfungen an Kindern vorgenommen. Das Impfmobil ist diese und nächste Woche im Rahmen einer gemeinsamen Aktion der Katholischen Kirche Düsseldorf, der Stadt Düsseldorf sowie des Caritasverbandes Düsseldorf in den Seelsorgebereichen Düsseldorfs unterwegs und steht jeweils zwischen 10 und 17.30 Uhr, unter anderem heute vor St. Antonius, morgen vor St. Maria Königin, am Montag vor St. Ursula und am Dienstag vor der Heiligen Dreifaltigkeit. Die weiteren Standorte der nächsten Woche finden Sie unter corona.düsseldorf.de/impfen. Die Impfstelle im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee bleibt weiterhin montags bis freitags von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet. Bitte nutzen Sie diese Angebote.